turn around, and around, yeah. Turn around, turn around. Drittes Spiel, Ramazamba Voices, Best of DJs. Ja. Bis gleich. Ich würde mal so sagen, die Lage spitzt sich, glaube ich, zu, wenn das in die Finale seid. Tom, schon mal so eine kleine Chance geben, eventuell. Ey, ihr da draußen, hört auf, dazwischen zu reden. Atmen. Und hier sind wir wieder, live on stage, und das war gerade gewesen unser Roy Klinke. So, und auch er muss natürlich antreten, das ist ja Sinn und Zweck des heutigen Livestreams, und zwar ein Spiel gegen Rambazamba. Und wir suchen sie, die Besten der Besten. Gewinnt Rambazamba, Dani und Tom, oder gewinnt das komplette DJ-Team, was eingeladen worden ist? Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Momentaner Stand nach 2 Spielen ist 1-1, und ja, wir gehen jetzt mal gleich zum Roy, der kommt gleich zu mir, darf dann hier mal so aus dem Becherchen das Spielchen ziehen. Ich bin gespannt, was er zieht. Das wird sehr spannend. Und ich weiß, die Jungs haben sich gut vorbereitet. Also da ist alles dabei, ist Wahnsinn. Wirklich, ihr habt es vorhin gesehen, also vom E-Scooter fahren bis gleich. Und zwar genau jetzt gleich. Jetzt wird er gerade angeklemmt. Er wird gerade sozusagen verkabelt. Und wenn er dann verkabelt ist, dann darf er auch hier, also nicht, was ihr jetzt denkt, keine Urinprobe, nein, nein. Er darf hier reingreifen. Obwohl, Urinprobe ist eine gute Idee. Nein, Quatsch. Machen wir natürlich nicht, Gottes Willen. So, Roy, komm zu mir. Roy Klinke, alles gut, alles gut. Ich habe ja noch ein Mikro dabei, mach dir keine Sorgen. Ich fange dich auf sozusagen moderativ, überhaupt kein Thema. Ah nee, da ist die Kamera. Da ist er ja, ja genau, da ist die Kamera. Hier sind so viele Kameras. So, Roy, guck mal hier. Misch mal ordentlich durch und zieh mal. Oh, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Der Arm. Geh mal richtig rauf. Das ist ja mal Zeit für den Friseur. Was ist das denn? Das hört sich ja an wie eine Geschlechtskrankheit. Jenga? Jenga. Was ist das? Jenga. Was kennt ihr Jenga? Wow. Jenga. Jenga. Genau. Ich würde sagen, hier kommt dein Herausforderer. Und zwar der Tom von Rambazamba. Oh! Gibt's noch so eine Musik? So? Ja, Rocky Balboa. Genau. Dab, 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 dab. Hast du gut trainiert, Roy? Dab, dab. Haben dab, 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 ja, ja. Dab, dab, das muss man machen dab, bei Jenga unbedingt. Vor allem kann man dann oben draufsteigen. Ja, ja. Aber so, da brauchen wir ja eine ruhige Hand. Hast du noch eine ruhige Hand? Natürlich, oder? Guck mal. Ist vorbei. Nicht vorbei, man könnte sagen, durch. Nein, Quatsch. So, ich würde sagen, wir gehen in unsere Spielecke, oder? Ja. In die Spielecke. Genau. Jenga. Sagen, was ich, wir blenden jetzt mal kurz über. Drittes Spiel, Rambazamba Voices, Best of DJs. Ja. Bis gleich. Du. Schnick, pass auf, Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, Pistole gewinnt immer. Fast jedenfalls. Okay, fang an. Du fängst an. Genau. Okay, pass auf. Roy fängt an, Jenga, Spiel Nummer 3. Oh, ich sehe ihn schon kippen. Nee, wir nehmen anderen. Ja. Verschiebt doch nicht. Er fängt doch geil an, ne? Ganz unten. Verschiebt doch nicht den ganzen Turm. Nach dem Motto, ich mach, ja, du musst ihn noch rausnehmen. Dürfen wir eigentlich nur mit einer Hand? Ich glaube, ne? Nur mit einer Hand. Du darfst auch nicht abstützen. Okay. Ja, die andere Hand geht hinter den Rücken. Roy, oben raufliegen. Der muss oben raufgelegt werden. Oben raufliegen. Ja, ja. Ja. Du musst auflegen. So, Tom, das war's jetzt. Aber nicht beim DJ anrufen. Ach, guck mal, Tom, Geheimwaffe. Er zählt ab. Er zählt ab. Oh. Das wäre irre. Ganz einfach, ganz einfach. Eieiei. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ah, der ist ganz schön stramm. Hat ein ruhiges Händchen. Eieiei. Nee, du musst ihn jetzt hier in der Mitte aber reinlegen. Nein, doch. Ich darf ihn ablegen, wo immer ich will. Na, das wollen wir mal sehen. Ja. Gut, das sind eure Spielregeln. Ah, guck mal. Da haben wir den Schlingel. Da geht der Finger rein. Au. Das ist ein geübter Finger, würde ich mal sagen. Guck mal, wir dürfen ja ablegen, wo. Ja, du, warte mal, Roy. Roy, warte. So, erst muss abgelegt werden. Eieiei. Und dann ganz weit vor ihm. Pass auf. Ja, ja. Ja, und die gerade eingeschaltet haben, sagen jetzt, mein Gott, was ist hier eigentlich los? Was machen die da? Ich denke, das ist Musikstreaming. Ist es ja auch. Aber zwischendurch natürlich die Herausforderung. Rambazamba hat gesagt, wir streamen live in Konzerts, aber wir machen es anders. Wir machen es anders als die anderen. Wir machen zwischen den Acts immer Spiele. Das ist die Herausforderung. Heute gibt es noch was zu gewinnen, glaube ich. Hauptpreis, Trostpreis, auf alle Fälle DJs gegen Rambazamba. Und den nächsten, den wir ins Rennen geschickt haben, ist Roy Klinke. Gegen den Tom von Rambazamba, und ich bin gespannt, jetzt wird's ob er die Kiste nach Hause fährt. Eieiei, das sieht aber kompliziert einfach aus. Einfach kann jeder. Genau. Nicht nur einfach kann jeder, auch umfallen kann jeder. Ich habe ein ruhiges Händchen. Jetzt hast du aber, na, eieiei. So wird er aber nicht raufgelegt.
andersrum, genau, immer. Genau. Wir müssen hier dass schon wir dieses Gitter fortsetzen. Ich habe beim DJ angerufen, der hat aufgelegt. Na klar, komm rum, komm. Guck mal, ich mach das Ganze mal ein bisschen interessanter hier. Herr Felli. Jenga, Runde 1, ich bin gespannt. Wollen das oh, das wird kipplig. Kinder, wollen das mal ein bisschen interessant machen hier, oder? Du bist so ein Arsch. Tom, den nächsten machst du hochkant. Ja. Also von unten hochkant und dann oben drauf gebaut. Das wäre geil. Ich muss mal von hier drüben hingehen. Das ist ja so perspektiventechnisch, ist ja irre. Ey, vor allem ihr Leute da draußen habt gesagt, der Roy Klinke kann ruhig nur einen trinken. Das haben die nicht gesagt. Doch, das haben sie geschrieben im Chat. Na, ich bin gespannt. Dann bring mal die Kiste schön nach Hause. Tom ist nüchterner. Ich glaube, der Turm, der stürzt gleich zusammen. Wir werden sehen. Immer schön, die andere Hand natürlich. Immer nur mit einer Hand. Kennt das bald spannend? Was hast du jetzt vor? Wahnsinn. Oh, das wird gefährlich. Ich gehe mal ans Extreme. Oha, Kinder. Zack. Noch steht er. Pack den mal bitte richtig ran da. Nein, ich darf den hinpacken. Wohin der. Ja, du musst schon so die Möglichkeit geben, dass der dritte abgelegt werden kann. Genau. Den kann ich überall hinpacken. So, mal gucken, ob wir noch so schönes bauen können. Ich würde mal so sagen, die Lage spitzt sich, glaube ich, zu, wenn ich das in die Fall sage. Das wird interessant. Aber ich auf da, alle Fälle. The Dormy. Na, guck. Tom hat mal einen gefunden und sagt, irgendwie packe ich oben drauf. Du bist so seht ihr das? Du bist so ein Assi. Guck mal, guck mit der Kamera so ein bisschen mal rum. Warte mal, bevor du anfängst. Dass die, einmal hier mit der Kamera, guck mal hier von hier, die Perspektive. Ne? Also da ist ja so gut wie gar nichts mehr drin. Auch mal so von Roy so, aus der Sicht des Spielers. Was sagt denn der Chat? Wer gewinnt? Was sagt der Chat? Das wäre auch mal eine Frage. Das eine 1 für Roy, eine 2 für mich. Okay, habt ihr gehört? Eine 1 für Roy, die 2 für den Tom. Wer gewinnt? Was denkt ihr? Was meint ihr? Ihr habt jetzt den Turm gesehen von allen Seiten dieser stellenweise Luftlöcher. So, du bist dran. Kaum noch Bodenkontakt. Holzkontakt. Entschuldigung, Holzkontakt. Oh, der Finger angelenkt. Ich glaube, das wird nichts. Das klingt wie Bolle. Der, genau. Immer noch ablegen. Das ist ganz wichtig. Er muss noch abgelegt werden und der Turm muss stehen bleiben. Ja, jetzt wird wirklich interessant. Ich hätte auch mal einen Trinken. Nee, ich sag das nicht. Das ist richtig interessant. Vielleicht haben wir unten noch so ein paar. Ich würde das nicht machen. Ach so. Wir müssen Tom schon mal so eine kleine Chance geben. Eventuell. Ey, ihr da draußen, hört auf, dazwischen zu reden. Keine Tipps geben. Schreibt in den Chat. Was denkt ihr? Wer macht das Rennen hier? Bei der Runde. Alter. Unser Roy, die 1 oder der Tom? Die 2. Ja. Der hat aber auch immer leichte, ne? Siehst du das? Nee, das ist Physik. Das ist Physik. Ja. Ganz leicht. Warte, ganz leicht ein Ditcher. Ja, und dort hier um. Mir wurde gerade richtig schlecht. Mit ganz leichten Ditcher. Wie schaut aus wie leichter Ditcher? Jetzt wird's aber echt interessant. Ja, jetzt wird's richtig interessant. Spielstand 1:1. Ramazamba Voices DJs. Das DJs. Beim Livestream. Ui. Hat er gesehen? Der Mann hat eine ruhige Hand. Der hat eine ruhige Hand. Da freut sich jede Frau drüber. Ich könnte jetzt ja fies sein, ne? Leg ihn nach links auf. Ja. Oder so. Genau, die goldene Mitte. Schön auf Blitz. Ich bin mal Blitz. Ich bin so ein Assi. Ich ruf deine Mutti an. Ich sag ihr, was du für einer bist. Oh. Oh. Ui. Warte mal, wo gehen wir denn jetzt noch bei? Es wackelt. Ruhig. Ich sag schon gar nicht mehr. Darf ich atmen? Nee, auch nicht. Nein, hör auf. Nichts machen, nichts atmen. Nein! Da ist er! Da ist es passiert. Jetzt krieg ich 50 Euro von dir. Scheiße. Jenga vom Allerfeinsten. So geht das, Freunde. Das Team Ralazamba geht in Führung. Hey, Freunde, das Pferdewettkampf. Er hat mir 50 Euro angeboten. Nein, haben wir nicht. Aber es war mir trotzdem eine Ehre, lieber Tom, mit dir gemeinsam spielen zu dürfen hier bei Ramba Zamba in Konzert.
So sieht's aus. Kann ich mich nur anschließen. Ich bin gespannt. Es kommen ja noch ein paar. Ne? Ich meine, gut, jetzt bist du mit einem Treffer weiter vorne, aber naja, wir schauen mal, oder? Wir schauen mal. Ja, ja. Pass auf, wir machen immer Folgendes. Aber ich habe gehört, ihr habt auch gleich die Chance. Ja, ich glaube auch. Wir müssen, glaube ich, auch noch mal ran. Aber erstmal musikalisch. Und dann sehen wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Und dann ist der Danny auch da. Sehr gut, sehr gut. Da habe ich wenigstens mal einen fairen Gegner. Vielleicht. Ja, ich schau hier nur. Die Riesenfresse hier. Oh, das wird wieder nichts. Ich habe jetzt schon. Oh, ja. Kinder, es wird großartig auf alle Fälle.